So Leute, willkommen zum 17. Spieltag der 4. Season der GPL in der 2. Liga. Heute gegen das Team Dreaded the Toast, das geleitet wird vom lieben Mifi oder auch Lucrezia genannt. Genau hier und heute auf diesem Kanal. Teambuilding zum diesem Kampf gab es bereits gestern. Link dazu ist wie immer in der Videobeschreibung, wenn ich es halt nicht schaffe. Solltet ihr nicht den gewohnten Rahmen sehen, dann bitte ich dies zu verzeihen, denn mir fehlt etwas die Zeit, weil ich jetzt heute direkt nach dem Kampf die Vorbereitung für den nächsten Kampf starten muss, für den nächsten Spieltag, weil der liebe Barry, also Impeldown TV, Impeldown YouTube, ich weiß gar nicht mehr genau, Impeldown auf jeden Fall, gegen den muss ich morgen schon spielen und ich muss schauen, dass ich das heute Abend noch fertig bekomme, also es ist ganz immer Dienstag, also einen Tag bevor ihr das jetzt seht. Und gegen den muss ich dann quasi schon direkt am Mittwoch spielen und deswegen muss ich da jetzt noch ein ganzes Team mehr aus dem Ärmel schütteln. Mal schauen, ob das gut funktioniert. Genau. Jetzt jedenfalls kümmern wir uns erstmal um den lieben Mifi, einen Kampf, der, sagen wir mal, kompliziert war, weil er jetzt lange gebraucht hat, bis wir anfangen konnten, weil es hat sich, wir wollten eigentlich montags kämpfen, das hat sich dann etwas verzögert und dann kam was dazwischen und dann kam noch was dazwischen und dann haben wir gesagt, gut, wir machen das lieber morgen. Und dann gab es heute irgendwie Probleme mit seinem Team. Und weil irgendwie Jennifer ja drin hatte, obwohl nichts angezeigt wurde. Und ja, letztendlich hat es dann doch funktioniert beim dritten Versuch, glaube ich. Und ja, jetzt stehen wir hier. Der Kampf wurde aufgenommen, erfolgreich, wie ihr seht. Und wir gehen kurz auf C-Mine. Auf einer Seite sehen wir, wie ihr schon wisst, einen offensivfesten Rotom. Mega Absol. Ein Capokino mit der Grazbeere heißt sie, glaube ich, auf Deutsch, also Kibia Berry, der Anti-Giftbeere. Ein Nidoking mit dem Lebenorb, ein Bronzong mit dem Beulenhelm und ein Gastrodon mit der Grindobeere oder Rindoberry, also der Anti-Pflanzenbeere. Auf der Gegnerseite sehen wir im Lead einen Vulkanien, ein Dodri danach, dann noch Meistergriff, Austos, Ditto und Xerox. So. Jetzt muss ich sagen, ich lag mit meinem Team Prediction gar nicht mehr so falsch. Nur Voltensus nicht dabei, dafür ist Dodri dabei. Denk mir, und Goodra ist nicht mit dabei. Es sind ansonsten alle Pokémon dabei, wo ich dachte, die könnte er wahrscheinlich mit dabei haben. Also bin ich ganz zufrieden, was die Prediction her angeht. Dachte mir jetzt hier, gut, was wird er predicten? Er wird predicten, dass ich mit Bronzong und die Dimitarsteine zu denen erlegen. Das heißt, seine beste Antwort darauf wäre Vulkanien mit dem Feuersturm. Drückt halt Schaden, ne? Was könnte er sonst liegen? Er könnte gegen Bronzong. Meistergriff vielleicht. Also auch nicht so perfekt, also wahrscheinlich hier Vulkanien. Das heißt, ich predikte diesen Lead und gehe mit Rotom ins Rennen, vor allem, weil ich schneller bin als alles außer Dodri. Er hat keine Bodenimmunität, das heißt, keine Elektroimmunität, das heißt, ich kann einfach einen Voltwechsel raushauen und mir die Switch Advantage abkassieren, wenn ein ungünstiges Matchup sein sollte. Und wie gesagt, ich bin schneller als alles außer Dodri. Und halt, was er theoretisch scarft. Was hier wahrscheinlich Ditto ist, was man kurz anmerken darf, weil er immer Ditto scarft eigentlich. Und Xerox sehe ich auch hier und damit ist mir schon fast klar, dass das Ding Bandit sein muss, weil es ist ein Mifi Bandit sein Xerox eigentlich immer. Soviel zu dem Thema. Jetzt möchte ich aber auch gar nicht länger warten lassen, sondern möchte direkt mit euch in den nächsten Spieltag gehen. Spieltag 17, der GPL Season 4, Liga 2. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und los geht's mit dem 17. Spieltag. Pokémon-Trainer Lucrezia fordert dich heraus. Und er schickt mir sein Roy entgegen. Erstmal, warum die gleiche Musik kommt, ich habe immer mit dieser Musik gewonnen. Deswegen dachte ich mir, ich behalte es mal bei, aber vielleicht sollte man das in Zukunft auch ein bisschen anpassen. Aber egal. Jetzt hier jedenfalls erstmal Vulkanien im Lied. Außerdem wunderbare Spitznamen möchte ich jetzt schon mal anmerken. Dachte mir, gut, es wird vielleicht der Dampfschwall kommen. Gehst auf Gastrodon, fängst den Dampfschwall ab. Aber nö, es kommt die Kräfte derselben Pflanze, wie wir auch an der Grindelbeere sehen. Und das hat ziemlich genau ein Drittel gemacht. Heißt, ich kann mit einer Rolling, nachdem, also wir sehen schon, das Ding ist nicht Specs, haben wir auch schon am Schaden vom Voltwechsel gesehen. Nicht Specs, sondern wahrscheinlich Assault Rested. Und deswegen bleibe ich hier drin und denke mir, eventuell lebst du noch einen, kannst einfach mal eine Erdkräfte raushauen und dem Vulkanien eine Menge Schaden drücken. Was allerdings noch nicht ganz ausreicht. Da sind noch ein paar KP über und die Spezialverteidigung sinkt. Das ist jetzt nicht so schlimm, weil ich bin eh langsamer. Das heißt, ich denke mir jetzt, gut,
Er wird jetzt wahrscheinlich denken, ich bleibe drin. Er möchte hier mein Gastro dann finishen. Das heißt, ich gehe zurück auf Rotom und es kommt Feuersturm oder die Kraftreserve Pflanze. Sicherlich nicht der Dampfschwall, weil Sturmsug. Das traut er sich, denke ich, nicht. Das heißt, ich gehe auf Rotom und kann hier einfach einmal auf den Voltwechsel gehen. Weil entweder kille ich das Volcanion und er bekommt dann die Switch Advantage oder ich bekomme die Switch Advantage, weil er was anderes reinschickt. Und er schickt hier sein Hohenheim rein, sein Ditto, das zu einem Rotom wird. Logischerweise, weil wir einen Rotom drin haben und ich wechsle einfach hier raus und denke mir, gut, dieses Rotom kann einem Gastrodon einfach nichts. Das heißt, ich kann hier sicher auf Gastrodon gehen und angreifen. Und ich denke mir, gut, was würde er jetzt machen? Ich habe jetzt kein Siedewasser dabei, ich habe ja nur die Erdkräfte dabei, aber ich denke mir, er wird das Siedewasser predicten, möchte keinen Schaden auf Ditto haben. Das heißt, ich gehe auf die Erdkräfte, predikte seinen Switch in, weil er ja Siedewasser prediktet, in Volcanion und es kommt Volcanion rein und das die Erdkräfte kommen und nehmen Volcanion aus dem Spiel. Es fängt wunderbar an. Es fängt wirklich sehr schön an. Es geht alles, was ich hier predicted habe, geht wunderbar aus. Ich bin zufrieden bisher. Jetzt kommt Alex Lewis, sein Meistergriff, was nebenbei auch ein wirklich sehr passender Name, muss ich kurz nochmal anmerken. Und ich denke mir, gut, halt's dich mal hoch, wenn er dich angreifen sollte und rausnehmen sollte, ist nicht schlimm. Aber es kommt der Delegator und ich dachte mir so, ups, ja, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich kann mich jetzt hier hochheilen. Gut, du nimmst halt den Delegator jetzt raus. Allerdings sehen wir hier den Heiß Orb und ich denke mir, oh. Das Ding hat jetzt verdoppelten Angriff und es kommt noch eine Fassade oben drauf. Ja gut, das nimmst du wahrscheinlich eher nicht. Ich bin hier drauf drin geblieben, weil ich dachte, gut, dann opferst du jetzt Gastrodon, weil du hast keinen Switch in. Dann gehst du danach einfach in Kapokime und drückst einmal die Mondgewalt. Kannst den Delegator definitiv brechen und er wird dir schon nicht so viel Schaden machen. Vielleicht geht er ja auch auf den Gift-Tipp, weil das eventuell mir Schaden macht. Ich habe ja auch keine Ahnung, warum man das jetzt so machen sollte. Allerdings, weil ich habe ja die Anti-Gift-Beere, die sind noch schneller. Logischerweise können jetzt den Delegator auch locker kaputt machen, weil die Offensivweste liegt hier definitiv nicht. Allerdings geht er nicht auf den Gift-Tipp, sondern er geht auf die Fassade. Und naja, die Fassade, die macht Schaden, wie wir sehen. Und zwar viel Schaden. Fast zwei Drittel Schaden. Und das ist echt eine Menge. Und dachte mir, gut, probierst du es nochmal mit einer Mondgewalt, weil die Hydropumpe reicht hier nicht. Hätte ich mal mit die Hydropumpe gedrückt, weil dann wäre jetzt dieses Scherox auf etwa halbem Leben. Aber so ist es das definitiv nicht. Denn die Mondgewalt macht natürlich nicht so viel Schaden wie die Hydropumpe. Aber hier möchte ich auch nicht drin bleiben und denke mir, gut, jetzt kann er wird irgendwas Physisches einsetzen. Gehst du einfach mal im Bronzong, er macht dir schon nicht so viel Schaden. Ich muss kurz anmerken, ich habe nicht gekalkt. Ohne Kalk sah ich dann das hier und dachte mir, oh. Ups, das ist mehr Schaden, als ich dachte. Kriegt noch ein bisschen Beulen im Schaden ins Gesicht. Und schickt sein Edward rein. Ganz bei Alphons und war gerade Sherox und Edward jetzt hier. Fullmetal Alchemist-Anspielung. Sehr gut. Ja, dachte mir, gut, das kann ich schon nicht killen, ne? Ja, denkste. Irgendwie habe ich das mit Bronzong ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich dachte, das Ding hält mehr aus, aber was soll's. Bronzong ist damit jetzt weg. Das ist etwas ungünstig. Wir sehen hier, bekommt nochmal etwas Live-Orb-Schaden. Das heißt, hier haben wir ein Live-Orb. Dodri, ich gehe auf Rot und denke mir, gut, du kannst auf jeden Fall eine Rückkehr tanken. Und eventuell geht er auch raus. Aber nee, es geht, kommt die Rückkehr und die macht Schaden. Und ich weiß nicht, ob das nicht ein Fehler war, hier das zu drücken. Weil das hat echt viel Schaden gemacht. Und so habe ich meine Rotom jetzt in der Range, wo ich sie haben möchte. Und das Dodri ist zum Glück jetzt auch weg. Das heißt, ich bin schon mal schneller als alles außer seinem Ditto. Mit allen verbliebenen Mons. Außer vielleicht noch Kapokime. Aber gut, hier kommt sein Alex Lewis erneut und ich dachte mir jetzt hier gut, ich will nicht, dass er nochmal auf den Delegator geht. Ich gehe jetzt hier einfach straight auf den Donnerblitzer, beziehungsweise Voltwechsel war es glaube ich in dem Fall. Aber ich hätte hier auf Kapokime gehen sollen, das hätte den Tempo hier gut relativ gut abfahren können, sagen wir es mal so. Und Rotom wäre noch am Leben gewesen, das wäre wichtig gewesen. Rotom ist noch wichtig eigentlich gewesen, aber ich habe es weggeschmissen. Es war ein bisschen ungünstig und damit bin ich in einer unschönen Situation, weil jetzt habe ich nichts mehr, was ein kopiertes Nidoking aufhalten kann. Nicht mehr so richtig zumindest. Das heißt, ich muss jetzt hier ganz bedacht spielen. Drücke dem Scherox noch eine Mondgewalt rein und denke mir, gut, jetzt sollte eigentlich nach dem Patronenhieb, der halt trotzdem viel Schaden macht, den kann ich leben. Es ist eine Roll, wenn er beendet und voll Angriff ist und die lebe ich auch und die Hydropumpe bekommt, die Hydropumpe trifft. Hydropumpe macht Schaden, aber er lebt es mit einem KP. Und dann bin ich so, no! Wieso lebst du das?
Und er kann meinen Kapokimo rausnehmen, weil ich jetzt hier auch nichts in den Bullet Punch reinschicken wollte, logischerweise. Ist jetzt Kapokimo weg. Ungünstig. Jetzt kommt auf jeden Fall Absol in den Ring. Denkt mir, gut. Ich will jetzt nicht, dass er rausgeht auf Meistergriff, während ich Tiefschlag drücke und mich damit in Tempo brauche. Deswegen gehe ich hier auf den Knuddler und habe quasi seinen Meistergriff-Switch im Predicted. Allerdings will er hier seinen Sherox loswerden und drückt den Patronenhieb. Hätte ich jetzt den Tiefschlag gedrückt, wäre das Sherox natürlich weg gewesen. Allerdings, wie gesagt, ich wollte da nicht den Free-Switch ihm gewähren, weil das wäre eine schlechte Situation gewesen und ja, nicht gut gewesen für mich. Wäre für ihn halt die bessere Differenz gewesen, wenn er so gespielt hätte. Jetzt kommt er auf seinen mit seinem Austausch rein und ich denke mir, gut, er wird jetzt wahrscheinlich setupen in der Situation, das heißt, ich drücke einfach auf den Feuersturm, weil das ist, was am meisten Schaden macht gegen das Ding, wegen der unglaublichen Death. Und jetzt kommt ein Play, den ich im Nachhinein auch nicht verstanden habe. Ich dachte mir jetzt, gut, wenn er jetzt auf den Eisschad klickt, bist du eh nicht schneller mit Tiefschlag, also gehst du auf was anderes. Weil vielleicht setupt er sich ja nochmal oder sowas. Der beste Play wäre allerdings hier gewesen, weil wir jetzt auch sehen, er hat anscheinend den Eisschad nicht dabei. Wäre es hier auf Tiefschlag zu gehen und dieses das rauszunehmen. Leider Gottes sollte es nicht sein. Und jetzt ist ein Absol weg. Und wir haben nur noch Nidoking und das ist ziemlich ungünstig, weil er hat Ditto noch. Etwas ungünstig in dem Punkt. Aber jetzt können wir noch einmal den Tiefschlag drücken, weil wir ja anscheinend schon gesehen haben, er hat den Eissplitter ziemlich sicher nicht. Können jetzt seinen Austausch hier rausnehmen, kriegen noch ein bisschen Live-Up-Schaden, das heißt, er sieht, dass wir definitiv nicht Wahlschall sind und kann hier mit Ditto reinkommen. Muss kein Speed-High oder sonst irgendwas riskieren, sondern kann einfach mit dem Scarf-Ditto auf die Erdkräfte klicken, weil ich auch keinen Switch-In mehr habe, wie zum Beispiel Rotom. Was der perfekte Switch-In für dieses Nidoking ist. Ganz nebenbei habe ich, es kam jetzt hier nicht mehr zur Geltung. Ja, Nidoking wurde hier besiegt, wer hätte es erwartet. Rotom, ich habe auf Nidoking den Eisschad statt den Donnerblitz gepackt. Nur zum Anmerken, damit ihr Bescheid wisst. Aber ja, genau. Gut, das war jetzt ein 2-0 für den guten Mifi, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich meinte bei ihm leben noch Ditto und Meistergriff. Hätte er irgendwie missklickt, wie auch immer, und hätte Ditto verloren irgendwie, hätte ich nicht Erdkräfte und Eisstahl drauf gehabt. Hätte ich das Ditto auch nicht killen können, ganz nebenbei, aber egal. Dann hätte ich das Meistergriff auf jeden Fall noch killen können. Also Meistergriff hätte ich noch gekillt, das Ditto nicht. Das Ditto war das Problem am Ende und das habe ich dann auch gesehen, nachdem dann Rotom weg war, dachte ich mir, eigentlich war das dumm. Warum bist du hier nicht einfach auf den gegangen, auf Absol und hast die Flagge gedrückt gegen das Dodri. Das hätte vielleicht nicht gereicht, aber es hätte viel Schaden gemacht oder halt Abschlag, weil der Ruckzuckip hätte definitiv nicht gereicht, um Absol zu killen und ich denke, mein Abschlag hätte zumindest guten Schaden gemacht, wenn nicht sogar gereicht, weil die Defensivwerte von Dodri sind auch nicht wirklich da. Oder halt irgendwie anders reagiert, mit Nidoking zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Ich wusste, ich konnte das Dodri irgendwie nicht einschätzen und ich war halt überfordert. Ich habe das Match aus der Hand gegeben an dem Punkt, muss ich ganz klar sagen. Erstmal GG an Mifi, weil er hat hier auch gut gespielt. Also am Anfang hatte ich das Match ein bisschen in der Hand und habe es dann aber weggegeben. An dem Punkt, an dem Meistergriff reinkam und die Delegator gedrückt hat. Weil da war ich ein bisschen so, was mache ich jetzt? Und wie reagiere ich da drauf? Und da wurde es dann eher, hat er das Blatt gewendet. Muss ich sagen, hat er sehr gut gemacht. Sehr solide runtergespielt dann. Mein Respekt an den Mann. Hat er gut gemacht. Verdient gewonnen, würde ich jetzt auch sagen. War auf jeden Fall ein spannender Kampf. Das ist das Wichtigste für mich. Wir haben jetzt mindestens mal 4 Siege. Vielleicht kriegen wir noch einen 5. raus. Dann haben wir wenigstens eine schöne Zahl. Ich meine, ein paar Spieltage sind es ja noch. Sind jetzt noch 18, 19, 20, 21, 22. 5 Spieltage kommen jetzt noch. Nächste Woche dann gegen den werten Barry, also Impeldown TV oder Impeldown YouTube. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, TV war es. Barry halt, ne? Mit seinem Team Marvelous Beatstars. Freue ich mich jetzt schon drauf. Das kommt ja dann quasi, der Kampf kommt dann direkt. Wird auf jeden Fall auch wieder sehr interessant. Ich mache mich jetzt nämlich auch gleich dann ins Teambuilding, weil dieser Kampf hier fertig bearbeitet ist. Ich hoffe, dass ich es packe. Gut. Ja. Was soll ich noch kurz sagen? Ich habe den Anfang, wie gesagt, so nie gespielt, bin ich sehr zufrieden mit. Ab dem Punkt, wo der Delegator kam, war es mir. Auf Dotri habe ich mir reagiert und das war dann letztendlich der Untergang für mich. Ich habe auch gedacht, vielleicht kommt die Verfolgung auf Dodri gegen Bronzong, deswegen wollte ich da auch drin bleiben. Ich denke, war auch die beste Wahl, mit Bronzong drin zu bleiben und dann anders zu reagieren, aber hey. Was soll's? Kampf ist vorbei.
2-0 verloren. Ist nicht schlimm. Ich bin einfach zufrieden, dass wir jetzt einen schönen Kampf hatten. Bedanke mich bei euch jetzt erstmal fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch bei Mifi rein und guckt euch seinen Kampf an. Nochmal Props an Mifi für die coolen Spitznamen. Und genau. Nächste Woche, wie gesagt, gegen Barry und Marvel des Beatstars. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schaut euch auch alle anderen Spieltage, also anderen Kämpfe des Spieltages heute an. Ne? Wisst, was ich meine? Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Und ja, ciao, Leute!